nachdem der Sieger von Wengen und Kitzbühel, der Franzose Clément Noël, im ersten Durchgang bereits nach 7 Tore einfädelte, war alles angerichtet für die große Marcel Hirscher Show. Und der Außerirdische enttäuschte nicht. Hirscher knallte bereits im ersten Durchgang eine überragende Bestzeit in den Schnee, hatte 99 Hundertstel Vorsprung auf den zweiten Daniel Jule. Vor über 40.000 Fans, unter anderem auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, holte Hirscher im zweiten Akt sein bestes Skifahrerin hervor und siegte schließlich hochverdient und mit Laufbestzeit vor dem Franzosen Alexis Pinto-Raoult. Daniel Jule wurde Dritter, zweitbester Österreicher ist Marco Schwarz auf Rang 5. Marc Igruber klassierte sich als 7. 3,10 und Christian Hirschbühl wurde 10. 3,29. Die Ausfallsquote im zweiten Durchgang war beachtlich, sowohl André Mürer als auch Henrik Christophersen fädelten ein, zudem schieden auch unter anderem Stefan Haderlin und der Franzose Victor Moffat-Jandet aus. Pinto-Raoult, Marcel, das war eine tolle Show, Sicherheit, Stabilität, Mut zum Risiko, das kommt blitzartig, wenn man wieder ein gutes Gefühl hat, sagte Hirscher im ORF-TV-Interview und dankte seinem Team. Zuletzt war er in Wengen Dritter und in Kitzbühel Zweiter gewesen. Pinto-Raoult, der seine bisher beste Slalom-Saison absolviert, musste die Überlegenheit des siebenfachen Weltcupsiegers anerkennen. Marcel war wirklich stark, das war eine tolle Show, erklärte der Franzose. Mit seiner eigenen Leistung war der Dritte von Kitzbühel zufrieden. Das schaut sehr konstant aus. Aber es ist hart, vorne mitzufahren, zweitbester Österreicher im letzten Slalom vor der WM war Marco Schwarz als Fünfter, 2,59 Sekunden. Der Oslo-Sieger verbesserte sich im Finale von der 11. Stelle. Die Form stimmt. Da waren ein paar kleine Fehler, aber ich bin happy mit dem 5. Platz, sagte der Kärntner. Marc Igruber klassierte sich als 7. 3,10 und tauschte damit nach dem Finale die Plätze mit Christian Hirschbühl, der 10. wurde, 3,29, das Ergebnis die besten 10 des Schlappmink-Slaloms Platz Nomination Zeit 1. Marcel Hirscher out 1:44.812 Alexis Pinto-Raoult Fra 1213 Daniel Jules Ui 1604 Ramon Senhäusams Ui 2,255 Marco Schwarzhaut 2,596 Albert Popov wohl 2,977, Marc Igruber Raoult 3,108, Felix Neureuther 3,239, Dave Ridingbar 3,2810, Christian Hirschbühl Raoult 3,29, Herrenski-Weltcup-Kalender 2018-2019, Till Sternchen Ersatz für Sölden Sternchen Sternchen Ersatz für Waldisser Sternchen 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 Stefan Luiz disqualifiziert.